Herzlich willkommen. In unserem heutigen Video befassen wir uns mit den Folgebehandlungen gegen pilzliche Kartoffelkrankheiten und was wir machen können, um den negativen Auswirkungen von abiotischem Stress entgegenzuwirken. Wir befinden uns hier in der nördlichen Wetterau, genauer gesagt auf einem Kartoffelschlag in Eberstadt. Jetzt, nachdem die Startspritzungen erfolgt sind, liegt der Fokus darauf, die Bestände so lang wie möglich gesund zu halten. Hierfür ist es essentiell, die beiden wichtigsten Krankheiten, Phytophthora und Alternaria, weiterhin genau zu überwachen und mit den richtigen Folgespritzungen in Schach zu halten. Um Phytophthora und Alternaria gleichermaßen erfassen zu können, müssen Spezialisten gegen beide Krankheiten eingesetzt werden. Hierfür eignet sich Revustop mit den enthaltenen Wirkstoffkombinationen aus Mandipropamid und Difenoconazol ideal. Difenoconazol ist hierbei der wichtigste Spezialist bei der Bekämpfung von Alternaria. Gleichzeitig sorgt Mandipropamid durch seine langanhaltende Dauerwirkung gegen Phytophthora für einen sicheren Krautfäuleschutz. Daher empfehlen wir 0,6 Liter Revustop für einen wirkungsvollen Schutz vor Phytophthora und Alternaria. Achten Sie beim Einsatz von Fungiziden immer auf einen Wirkstoffklassenwechsel zwischen den Behandlungen und sichern Sie Ihren Krautfäuleschutz bei hohem Krankheitsdruck zusätzlich mit Tankmischpartnern ab. Neben Krankheiten kann aber auch abiotischer Stress den Kartoffeln zusätzlich stark zusetzen und die Erträge und Qualitäten empfindlich schmälern. Gerade in der aktuellen Situation mit hohem Krankheitsdruck sollte das vermieden werden. Matthias, kannst du uns erklären, was passiert, wenn Kartoffeln unter Stress leiden? Bei abiotischem Stress, wie zum Beispiel Temperaturen über 25 Grad und anderen widrigen Bedingungen, reagiert die Kartoffelpflanze mit physiologischen Veränderungen. Sie stellt ihren Stoffwechsel um, weg von der Ertragsmaximierung und hin zu einem Überlebensmodus. Der Phytohormonhaushalt wird umgestellt und die Spaltöffnungen werden geschlossen, was zu einer geringeren Transpiration und einer verringerten Assimilation von Kohlenhydraten führt. Gleichzeitig wird die einfallende Lichtenergie vermehrt als Wärme abgegeben, anstatt für die Photosynthese genutzt zu werden. Dadurch erhitzt sich der Bestand und der Stress nimmt zu. Die Folge sind negative Effekte auf Sortierung, Stärkegehalt und Ertrag. Gegen Krankheiten können wir ja mit den richtigen Fungiziden eigentlich ja starke Erfolge erzielen. Gibt es beim Thema Stress auch Möglichkeiten, diese negativen Auswirkungen abzupuffern oder denen entgegenzuwirken? Ja, absolut, die gibt es. Die Universität Nottingham hat umfangreiche Untersuchungen zur Widerstandsfähigkeit von Kartoffeln gegen Stress mit dem Biostimulans Quantis im Gewächshaus durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass die mit Quantis behandelten Pflanzen eine bessere Funktionalität der Spaltöffnungen aufwiesen, was zu einer erhöhten Transpiration und einer effizienteren Nutzung der Lichtenergie führte. Diese positiven, ineinander verzahnten Effekte führten letztendlich zu einer 5%igen Gewichtszunahme der Knollen. Jetzt sind Gewächshausuntersuchungen ja die eine Sache. Gibt es denn da auch schon Erfahrungen aus der Praxis? Dieses Jahr haben wir unheimlichen Krankheitsdruck. Im Jahr 2022 war es die Hitze. Quantis wurde in 2022 mit insgesamt 66 Praxisstreifenversuchen in Deutschland intensiv geprüft. Hier spiegelten sich die in der Nottingham-Studie gewonnenen Erkenntnisse wider. So konnte in 51 der insgesamt 66 durchgeführten Praxisversuche ein Mehrertrag durch eine zweifache Quantis-Behandlung erzielt werden. Im Durchschnitt aller Versuche erzielten die Quantis-Varianten einen Mehrertrag von 5,2%. Zudem war die Sortierung positiv verschoben und es konnte ein höherer Stärkegehalt festgestellt werden. Die Kartoffeln waren insgesamt deutlich vitaler und widerstandsfähiger gegenüber ihrer Umwelt. Interessant, hat sich in den Versuchen ein bestimmter Anwendungszeitpunkt als besonders effizient erwiesen? Die stärksten Effekte konnten bei einer zweifachen Behandlung mit 2 Liter Quantis pro Hektar ab Blüte bis ca. Anfang August festgestellt werden. Besonders effizient waren die Anwendungen, wenn der Einsatz 2 bis 3 Tage vor einer prognostizierten Stressphase stattfand. Mischungen mit Düngern oder Fungiziden waren unproblematisch. Vielen Dank, Matthias, für die Hintergründe zu Quantis. Wir hoffen, dass Sie mehr über die Vermeidung von Stress und den wichtigen Folgebehandlungen in den Kartoffeln erfahren konnten und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Kartoffelsaison.